Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und heute geht es natürlich weiter in Ark, denn wir machen heute das blaue Kibbel. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Denn zutatenmäßig brauchen wir gekochtes Jackie-Fleisch, auch genannt Räucherfleisch. Und zweimal Mais, zweimal Kartoffeln, fünfmal Fiber, also Fasern, und einmal Wasser. Ich habe die ganzen Zutaten schon mal zusammengesucht, damit wir auch gleich loslegen können. Ich zeige das natürlich erstmal, wie immer, an der kleinen Feuerstelle. Und hinterher machen wir das am großen Kocher nochmal. So. Wir brauchen einmal Wasser. Dann brauchen wir einmal Fleisch und zweimal Kartoffeln, zweimal Mais und fünfmal Fasern. So. Und natürlich das Ei. Ich habe jetzt hier Ankylo-Eier. Ihr könnt das halt mit den Ankylo-Eier machen. Ihr könnt das aber auch mit Schildkröten Eier machen oder Skorpion-Eier oder Sharko, also das Krokodil, oder den Terror Bird, das geht auch, und halt noch wesentliche andere Tiere. Das waren jetzt nur ein paar davon. So, gut, dann zünden wir mal hier. Jetzt müssen wir natürlich wieder 30 Sekunden warten, hier an der Feuerstelle. Im Kocher geht das gleich viel, viel schneller. Oh, ich habe doch nur einmal Mais gemacht. Jetzt haben wir es. Ihr könnt so natürlich auch die Zutaten einfach so alles halt reinstopfen. Also 500 mal Mais, Kartoffeln, dies, das. Das würde auch funktionieren. Zack, haben wir das erste Kibbel. Blau, ne? Ist schon ein sehr gutes Kibbel eigentlich. Gut, so, dann flitzen wir mal kurz rüber. Hier natürlich ist wieder so der Vorteil, es hat eine Wasserverbindung. Somit können wir das hier alles einfach so reinschieben. So, und die Eier. Und jetzt geht das auch schon los. Ne? Zack, haben wir das erste Kibbel. Also hier braucht das vielleicht 5 Sekunden pro Kibbel. Geht auf jeden Fall schneller. Ist natürlich auch teurer, hier den Kocher erstmal zu bauen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Man kann auch viel Kuchen und sowas herstellen, also alles, was man im kleinen Kocher macht, also im kleinen Kochtopf, kann man auch hier machen, halt nur extrem schneller. Gut Leute, das wird jetzt noch eine Weile brauchen. Ich mache das auf jeden Fall noch zu Ende und ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.